Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserer Promi-TV-Sondersendung Pokalfinale 2016, Würzburg im Goldrausch. Die Spannung ist natürlich gigantisch, die Stars des Abends sind bereits eingetroffen oder auf dem Weg. Natürlich ist schon Prominenz hier im Vogel Convention Center in Würzburg, und wir wollen Ihnen schnell noch ein paar Blicke hinter die Kulissen verschaffen, bevor es richtig losgeht. Deshalb schalten wir sofort live ins Vogel Convention Center zu unserer Reporterin vor Ort, zu Saskia Domaschke. Guten Abend, Saskia. Guten Abend, John. Saskia, wo genau bist du gerade und sind denn die heiß begehrten Pokale überhaupt schon in Würzburg angekommen? Ich stehe vor den Künstlergarderoben des Vogel Convention Centers, denn wir wollen mal einen Blick hinter die Kulissen riskieren. Und selbstverständlich, John, die Pokale sind auch schon da. Jeder Pokal wird ja bekanntlich einzeln in einen speziell versiegelten Transporttresor verpackt und mit einem jeweils eigenen Werttransport zu einer geheimen Uhrzeit am Tag der Verleihung nach Würzburg gebracht. Saskia, das Jahr über befinden sich die Pokale in der sogenannten Hall of Fame des Deutschen Metallbaupreises. Du warst gestern für uns dort und hast ein paar Eindrücke für unsere Zuschauer mitgebracht. Wir befinden uns hier in der Hall of Fame. Und dort haben wir auch schon die Bilder bekannter Moderatoren der Preisverleihung gesehen. Hier beispielsweise Star-Moderatorin Yvonne Schneider und natürlich die Moderatorenlegende Jörg Dombrowski. Ich durfte den Pokal sogar ausnahmsweise schon anfassen. Er ist erstaunlich schwer, was daran liegen könnte, dass er aus massivem Gold ist. Aber über das Material hüllen sich die Veranstalter ja leider seit vielen Jahren in Schweigen. Und diese Pokale werden heute Abend überreicht. Danke, Saskia. Das waren tolle Bilder aus der Hall of Fame. Und wir sind wieder live und Saskia steht jetzt vor den Künstlergarderoben im Vogel Convention Center. Hast du denn eine Chance auf einen kurzen Einblick? Ja, John. Denn der Manager von Yvonne Schneider und Jörg Dombrowski hat uns versprochen, dass wir ein paar Aufnahmen machen dürfen. Ich mache kurz das vereinbarte streng geheime Klopfzeichen. Aber gut, so leicht lassen wir uns nicht abwimmeln. Dann greifen wir halt zu Plan B und schalten heimlich in die Garderobe von Jörg Dombrowski. Die sind geil, aber welche nehme ich denn dann? Ja, mal gucken, wie sie vom Spiegel wirken. Ah, der sieht gar nicht so schlecht aus. Ah, der ist fast noch schöner. Aber eigentlich ist er doch egal, ich sehe sowieso tausendmal besser aus als der Chef. Ich glaube, ich nehme den. Dann sieht er ganz blass aus. Okay. Da sage ich jetzt lieber mal nichts zu. Wir geben zurück zu dir ins Studio, John. Das verstehe ich. Vielen Dank, Saskia. Dann bleibt für mich nur noch die wichtige Frage an unsere Wetterfee. Wie wird denn das Wetter heute Abend in Würzburg? Ja, liebe Zuschauer, wir erleben heute das typische Preisverleihungswetter. Ab 21.15 Uhr wird es taghell mit stürmischem Applaus, Goldregen und gelegentlichem Blitzlichtgewitter. Im weiteren Verlauf des Abends wird es dann feuchtfröhlich mit vereinzelten Freudentränen. Gegen Mitternacht, Vorsicht, vor vereinzelten Nebelbänken mit Sichtweiten teilweise unter 20 cm. Seien Sie daher bitte vorsichtig bei der Heimfahrt und nutzen Sie ein Taxi. Vielen Dank, liebe Wetterfee. Das waren die 20 Uhr Nachrichten von PromiTV. Im Anschluss an diese Sendung gibt's hoffentlich endlich was Leckeres zu essen und zu trinken. Wir melden uns wieder gegen 21.15 Uhr. Dann sehen Sie unsere Live-Übertragung von der Verleihung des Deutschen Metallbaupreises und des Feinwerkmechanikpreises.